Recht herzlich willkommen zur 150. Folge von Simotrans. Ja, der Michael Friedrich hatte mir geschrieben, ich soll einmal diesem Zug hier die südliche Linie geben und den südlichen Bahnsteig geben. Dann steht er da auch nicht so im Weg. Und das können wir ja auch machen, Linie ändern. Und warte mal das, also ist es dieser. Das heißt, wir machen hier mal einfügen und geben ihm das südliche Gleis. Und dann löschen wir dieses raus. So, und demnächst mal wird er dann das passende fahren, denke ich mal. Weiß gar nicht, er müsste jetzt, nee, er fährt jetzt tatsächlich sogar weiter. So, dann lassen wir gerade schnell laufen, wenn wir das noch sehen. Wenn er da einfährt. Okay. Er wartet jetzt auf sein freies Gleis und fährt da rein. Und hat jetzt komischerweise gleich wieder die Strecke benutzt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Die Beladung nicht umgeschaufelt. Dann lass das mal gerade hier stehen. Geh nochmal dahin. Und Linie ändern. Und Radolf Zell 100%. Ja, müsste ja passend sein dann, ne? Können wir alles schließen und lassen weiterlaufen und fahren da rein. Und jetzt steht er da, weil der gerade besetzt war. Läuft, ne? Ja, gut. Fahrplan, lassen ruhig nochmal fahren jetzt und fertig. Dann kriegen wir das auch noch hin, ne? Mal gucken, ob wir beim nächsten Mal das Glück haben, dass er dann richtig reinfährt. Jetzt pass auf, jetzt kommt er während die... Ne, diesmal das geschafft. So, jetzt steht er an dem Gleis. Gut, okay, dann passt das, würde ich sagen, ne? Gut. Was machen wir als nächstes? Gute Frage, ne? Gucken wir mal hier so städtemäßig. Ist das wohl abgedeckt hier? Radolfzell. Also das ist das, dann muss das auch abgedeckt sein, ne? Das sieht man so schlecht. Weil es da mit der Schräge so ist, ne? Das haben wir letztes Mal gemacht. Okay, ich glaube, wir waren da eigentlich schon relativ gut mit durch, ne? Wir können aber nochmal nachgucken, ist ja kein Ding. Gut. Wo waren die anderen beiden Städte? Hier oben? Ja, da sind sie irgendwo. Ach, sogar noch weiter nach da sogar. Okay, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und da hinten gibt es noch Straßen, aber hier ist alles abgedeckt. Hier sieht es auch gut aus. Hier baut auch keiner weiter. Die müssen wohl in die Höhe bauen oder so. Keine Ahnung. Nach Riedenburg geht die Reise jetzt. Hier sind wir, aber da ist auch noch alles top. Dann geht's nach unten. Schauen wir, dass wir das da auch noch sehen. Floto. Immer noch abgedeckt. Lauter, nee. Waldeck war das hier. Waldeck hat hier was gebaut, sehr interessant. Und da auch, aber ist noch nicht so weit, dass es sich ausweitet. Gehen wir weiter runter. Hier ist alles im grünen Bereich. Und jetzt kommt Lauter erst. Alles gut hier. Döbeln haben wir noch nicht. Wie sieht es denn an unserem Exklusivbahnhof aus? 155 Gäste warten da. Und da sind 189 jetzt, die da lang wollen. Und noch 6 dazu sind dann 195. Ne, die anderen nicht. Da kommt er auch schon. Schauen wir mal gerade, ob wir den noch abfangen können hier.
bevor er da einfährt. Altenau, oh, hier sind ganz viele, da müssen wir mal noch was machen, ne? 240 hier über Floto. Die müssen ja jetzt weniger werden dann, oder? Ne, werden sie nicht. Ist der denn fast leer? Und die können auch da auch lang fahren. Ich glaube, wir müssen die Schifffahrtslinie einstellen, dann geht das auch, ne? Altenau, Bayer, Straße, Hafen. Altenau, war das jetzt da oben oder Adenau? Gute Frage, ne? Das war Altenau, oder? Ja. Das heißt, diese 4000 Passagiere sind alle mit dem Schiff unterwegs. Ja. Das sind ja nochmal, das sind 6000. Und wahrscheinlich diese hier auch noch, die müssen auch noch lang. Weil die dann mit dem Zug da rumfahren, oder? Über Getreidehof, Betriebshof, das ist wahrscheinlich hier irgendwo oder sowas, keine Ahnung. Oder nee. Das ist ja keine Personenzuglinie hier, ne? Naja, ist aber auch egal, erstmal. Sind 5000, die hier langfahren wollen. Die schmalste Stelle, die man hier so sieht mit dem Zug. Ja, da haben wir schon riesen Brücken gebaut. Die schmalste Stelle wäre eigentlich hier gewesen, ne? Oder hier oben wäre auch noch schmal. Aber hier haben wir, glaube ich, kein Land an der Seite, ne? Ne, da wäre jetzt auch noch eine Brücke zu bauen, sozusagen. Was ist das? Das ist die Bohrinsel, ne? Ja. Hier wäre noch was zum Rübergeben. Na, auch nicht wirklich. Ja, was machen wir da? Das ist die Frage, ne? Rein theoretisch müssten wir jetzt sagen, wir machen hier oben noch ein paar Schiffe auf. Aber sind ja keine da, ne? Irgendwann war da was, hatte Pumuckl, glaube ich, geschrieben, ne? Ja, aber das dauert noch. Ich habe auch jetzt keine Erinnerung, wann das war. War das 78, 79? Irgendwo da um den Dreh war das, ne? Kann sein, ne? Hier fährt ein Zug, da fährt ein Zug. Hier stehen sich die Füße platt, weil nichts mehr gebraucht wird. Ja. Was ist das nächste, was wir tun sollten? Das war falsch, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hin und dann die Haltestellenliste und dann Bezeichnung nicht, sondern wartend, absteigend. Und dann sind wir hier und da warten die meisten Leute. Ist die Frage, was wir mit diesen Leuten machen, ne? Die werden auch weiterhin aufs Schiff warten, weil das eigentlich die nächste Strecke, wenn es, oder? Er wartet da, weil hier nichts weitergeht. Was machen wir da? Ups, falsche Taste. Ich habe da noch eine Idee, die wir machen könnten. Wir könnten mal schauen, dass wir doch hier von unten einen Flughafen mal machen, oder? Den haben wir noch gar nicht, ne? Was haben wir denn da wohl für Möglichkeiten? Flughafenhangar bauen. Vollfeld. Können da mal hinfliegen, ne, oder? Was war das jetzt hier, ein Taxiway oder? Moderne Landebahn. Richtungsweiler. Parkbucht.
Zeppelin. Ja. Die Landebahn. Jetzt ist es die Frage, wo. Da. Könnte die Landebahn ja hier so machen, ne? Geht das noch vom Platzangebot? Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Taxiway. So könnte sein, oder? Vielleicht so. Und da ein Flugzeughangar. Beziehungsweise das Depot ist es ja dann. Ist aber ein Hangar. Parkbucht. Ne, das geht so nicht dahin. Dann müsste man die Parkbucht vielleicht so machen, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das so richtig ist, aber sieht gut aus, oder? Und das gleiche müssen wir dann da oben irgendwo bauen. Machen wir das in Hardexen oder? Müssen wir mal gucken, ne? Ich glaube, wir müssen noch weiter nördlich, so, da müssten wir da hinkommen, genau. Die Frage, dahin oder dorthin? Aber rein theoretisch würde ich sie lieber hier hin machen, ne? Da nicht. Wo könnte man denn? Hier könnte man das machen, ne? Machen wir doch mal hier so hin, oder? Jetzt ist gerade die Frage, habe ich da unten jetzt eigentlich einen neuen gemacht? Wo war denn das hier, ne? Döbeln-Auenstraße ist jetzt hier entstanden, leider. Ja, weil... Nee, warte, Quack, das ist ja hier. Ah, das Gebäude ist das Entscheidende, dass der Flughafen da ist, glaube ich, ne? Oder dieses Taxiway. Die Parkposition. Aber das passte schon. Okay. Dann müssen wir das nochmal hier gucken. Managen wir das hier, oder? Würde ich jetzt ganz einfach das Abfertigungsgebäude dahin stellen. Und daneben die Parkbucht machen. Ah, die ist nämlich auch das Entscheidende. Okay. Aha, da müssen wir also so ein Taxiway bauen. Und da gibt's eine Rollbahn dann. Aber die müssen wir noch hier mit verbinden, glaube, das ist noch nicht richtig, ne? So ist es erst richtig dann. So sieht's doch cool aus, oder? Und jetzt müssen wir das Abfertigungsgebäude haben. Was ist das denn hier? Zeppelin? Ne, dann machen wir den hin. Oh, Tower. Das hatten wir hier, okay. Ne, das hatten wir doch nicht. Wir brauchen hier den Parkplatz. Wo ist er? Da ist er. Was ist das für einer? Parkbucht? 64? Na komm, egal. Zack. Passt, oder? Erledigt, erledigt. Sieht gut aus. Und der Flugzeughangar war hier unten. Und da gucken wir jetzt. Wow, da gibt es ja schon tolle Flugzeuge, ne? So, 3,20 der Kilometer, 4,16. Jetzt müssen wir gucken, 50 gehen da rein. 65.
84. Ein Postflugzeug. 282 Passagiere. Das Post. Nochmal Post. 148, 160, das ist hier schon das Größte dann, ne? Komm, machen wir mal. Fahrplan. Wo muss ich denn das? Ich glaube, das muss ich so machen. Und dann müssen wir Hardexen anklicken. Dahin, ne? So, und dann ist das eine neue Linie, die wir so nennen. Ja, super, das haben wir jetzt hier irgendwie. Jetzt ist das die Frage, wie man das nennt, ne? FL für Fluglinie. Hardexen Döbeln. Ist zwar andersrum, aber egal. Und fertig. Und lass uns mal dahin gehen. Ne, das war Quack. Zentrieren war da. Und starten. Und dann wollen wir uns das mal angucken. Oh, sofort voll. Krass. Und verfolgen will ich jetzt sehen. Er fliegt ganz schön schnell dahin jetzt, ne? Ja, sieht so aus, als ob wir das gut hingekriegt haben. Mich interessiert jetzt noch, wie es andersrum geht. Okay. Sieht cool aus, oder? Macht natürlich erstmal noch miese, aber das wird gleich besser werden. Ich nutze diesen Taxiway da auf, ja. Und kommt jetzt an und verdient richtig Asche dann, oder? Sieht doch ein Plus. Super. Hat allerdings nur 67 Fluggäste zurück. Vielleicht ergibt sich da ja noch was. Okay, Rollbahn ist viel zu lang, aber ist egal. Gucken wir mal, wie es andersrum wird, oder? Aber der Hinflug hat schon Geld gemacht, das wahrscheinlich ausreichend ist. Werden wir gleich sehen, ne? Ja, ich denke schon, dass das klappt. Fliegt er denn jetzt lang? Okay. Okay, da haben wir was falsch gebaut, in Anführungsstrichen, ja. Geht die Flugbahn zurück, anstatt den Taxiway dann zu nehmen. So, 7-3. Er ist wieder voll. Steigt auf und fliegt dann nochmal hin. Gucken wir uns an. Wieder voll auf jeden Fall. Und der Rückflug, 64 waren es eben, ne? Oder 63, weiß jetzt nicht genau, ist auch egal. Natürlich die schnellste Verbindung, die es dann gibt. Ja, der macht auf jeden Fall Plus. Der bleibt die ganze Zeit wohl in der Luft, sogar mit Plus, oder? Ah, nicht ganz. Er geht knapp ins Rote. Aber nicht viel. Tausender, bisschen mehr. Gut. Aber für Hin- und Rückflug hat er schon geschafft. Und wenn er immer eine Richtung auf jeden Fall voll ist, dann klappt das ganz gut. Ah, jetzt sind ein paar weniger drin. Aber am Ende wird das doch noch Plus bleiben, denke ich mal. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und weg ist er. Und ja, muss man mal gucken, ne, wie sich das hier ergibt dann. Döbel müsste jetzt hier auch erscheinen eigentlich. Nee, da kommen die ersten. Okay, einer jetzt. Muss man mal gucken, dann wahrscheinlich ist es ja auch, dass hier irgendwelche Sachen, irgendwelche Leute hin und her geschoben werden, die das dann bringen.
Okay, dann würde ich aber jetzt sagen, soll es für die Folge reichen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und auf jeden Fall guckt da die nächste Folge, ne? Bis dann. Tschüss.